Gerne, worum Energie. Was Horst nun noch fehlt, ist eine Energiequelle. Aber eine, die sich nicht erschöpft. So wie pyräische Kristalle. Nur viel stärker. Die einzigen, die so etwas Geniales herstellen können, sind selbstverständlich wir Sternlinge. Nur sind die Pläne dafür seit Jahrhunderten verschollen. Lediglich Agnod war mit einem solchen ausgestattet. Ach, kommt einfach mal zum Punkt, Meister. Agnod ist ein altes Sternschiff, das vor ewiger Zeit in Anku, der Sternlingsstadt auf Nirim, gefertigt wurde. Die Speerspitze sternlingscher Handwerkskunst, gebaut, um die vergessene Heimat zu finden, bla bla und so weiter. Es ist beim ersten Probeflug abgestürzt. Der es binnen einer Tagesreise von Nerim bis nach Enderal gebracht hat. Etwas mehr Respekt bitte, Patira. Naja, Fakt ist, dass man bisher immer dachte, Agnod sei über dem Roten Meer kurz vor der Küste abgestürzt. Man lag falsch. Es liegt im endraläischen Nordwindgletscher. Ich war bereits vor Ort. Es ist komplett vom Eis eingeschlossen, aber mit etwas Geschick kommt man rein. Der Energiekern, den wir brauchen, befindet sich, wie könnte es auch anders sein, im Herzen des Schiffes, im Generatorraum, um genau zu sein. Und um eben dahin zu kommen, brauche ich eure Hilfe. Ich verwette meine linke Hand darauf, dass es eine Menge ekliger Verteidigungsmechanismen hat, die nicht-sternlingsche Eindringlinge grillen, brutzeln und zu Fleischpfützen verarbeiten sollen. Ich werde vorgehen und sehen, dass ich deaktivieren kann, was geht. Aber ohne Hilfe werde ich das trotzdem nicht schaffen. Ihr habt eine Karte, oder? Hier, dort dürfte sich das Schiff in etwa befinden. Und wie gesagt, findet den Energiekern und eure Bezahlung wird fürstlich sein. Am besten ihr brecht alsbald auf. Ich werde mir mal die Steuerungseinheit ansehen. Viel Erfolg! Okay. Wir sehen uns in Agnod. Ich werde so viele der Verteidigungsmechanismen deaktivieren, wie es geht, aber trotzdem, macht euch auf Gegenwehr gefasst. Ja, aber... Ihr solltet nach Agnod reisen. Patira wird dort auf euch warten. Wir sehen uns in Agnod. Ich werde so viele der Verteidigung... Ja, ist ja schon gut. Ich gehe ja schon. Ich habe verstanden, ich bin nicht willkommen. Warte mal, wie komme ich jetzt zum Sonnentempel? Ich gehe mal zur Bank. Die Bank müsste im Handwerksviertel sein, ne? Also... Oder beim Marktplatz eher gesagt. Marktplatz oder Fremdenviertel? Ich weiß es nicht mehr. Ich möchte mal gucken, was wir so auf der Bank haben. Das hier ist die Bank. Dum, 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 dum. Schreitet wohl, Madame. Natürlich. 50. Eine kluge Entscheidung. Oh. Das war Hallo. Ein... Wie kann ich euch zu Diensten sein? Ich möchte mein Gold... Natürlich. Durch Zinsen... Aktueller Kontostand... zu wenig. Durch Anteile. So... Ich möchte mein Goldfach abheben. Natürlich. Nein! Eine kluge Entscheidung. Schreitet wohl, Madame. Wie kann euch Silrin und Freund... Natürlich. So. Oh, es ist so cool, was man hier machen kann. Lehrlingsbuch, Handwerkskunst, leichte Rüstung, Fernkampf. Der hat hier ordentlich was, was man nehmen kann. Also so ist das nicht. Aber
sind die scheiß Besitzurkunden? Da. 6.000. Ich hätte schon gerne das am Adelsviertel, also da muss ich schon sagen, das hätte ich viel lieber. Aber 6.000. Die ist schon teuer. Was kann ich dem denn geben, was dem... Das Ding ist schon um einiges geiler. Hier. Flussheimer Honigwein. Das bekommst du alles. Und habe ich noch irgendwas, was der bekommen kann? Magische Disziplin. Diverses. Was man hier alles braucht. Feinstahlhandschuhe. Mittlere Rüstung. Silberschwert. Ich hatte doch so ein paar. Ich habe auch einen Seelenstein. Ne. Schreitet wohl und vergesst nicht. Das Geld ist bei uns sicher, glaubt mir. Ja, ja, ja. Schreitet wohl, Madame. Wie kann euch Silren und Freunde heute zu Diensten sein? Gar nicht. Ich möchte nämlich eigentlich im Acker Adelsviertel ein schönes Haus haben. Und ihr seid einfach zu teuer. Das ist das Problem. Ja, hier geht's hoch, oder? Ja. Habt ihr euch verlaufen? Nein, ich weiß schon, wo ich hin muss. Aber ich bin einfach zu langsam. So, Acker Kasernenviertel und dann ab zum Imperium der zarten Düfte, oder wie war das? Wie wurde ich damals genannt? Madame Minusa ist vom Imperium der zarten Düfte. Meine ich. Video Engine. Komm. Oh. Ich glaube, ich sollte noch mal ein bisschen das Zeug runterschrauben. Prozent, obwohl 70% Auslastung geht eigentlich schon. Ja. Prozent ist dem Vertrag des Möglichen. Würde ich mal sagen. So, wir müssen schlafen gehen und das machen wir in Schlafsälen. In Schlafsälen müssten die hier sein, oder? Was hier? Genau. Bevor wir uns wieder richtig ausrichten können. Lasst mich schlafen gehen.
Fast Midday. Am Morgen. Sommernacht. Die Welt war nie eine Nacht. Doch sie war es für ihn. Kein Ort war es ihm wert, nicht von dannen zu ziehen. Der Pfad, der vom. So. Komm, lass mich zu den Leuten und meinen Scheiß verkaufen. Malfas zum Gruß. Ja. Okay, die reden nicht mit mir. Das Wunderkind. Wie schön. Hallo. L. Ich muss in die andere Richtung. Hier geht's. Gut, gut. So. Erstmal gucke ich, was ich anziehen kann. Ja, hier habe ich ja jede Menge. Er weckt einen mächtigen Toten. So, Assassinenkapuze. Rüstung 22 gegen die Hüterkapuze. Regeneriert 3. Wir hatten doch hier noch da. Das Ding ist auf jeden Fall um einiges besser. Leben generiert 5. Mana regeneriert, Psionix Hunter, ein Topi-Zauber. 19 oder 22 oder Mana regeneriert 2 Punkte mehr. 19, 22. So, Diadem brauche ich nicht. Diebstahlhandschuhe gegen. Na. Eigentlich um einiges cooler. Diebeshandschuhe. Das sind 11 und das sind auch 11. Aber die Gewichte sind auch gleich. Aber, na. So, Hüterrobe. Hüterrobe 30 gegen edle Wildmagierrobe. Diebestunika. Sternlingsschild. Habe ich noch irgendwo was anderes? Ne. Gut. Das bedeutet, ich kann mal verkaufen. Natürlich. Einen kleinen Obolus muss ich aber leider verlangen. Ganz ja. Gleich, wie wichtig ihr für die neue Mission des Großmeisters seid. Tut mir leid. Ist kein Problem, meine Liebe. Ich habe ja auch hier ein bisschen was zu verkaufen, ne? Stahldolch. Wegstreunerdolch. Dann verkaufe ich lieber das Zeug. So. Und. Diebestunika. Festlederarmschutz. Set des Vielgereisten, kleinen Rucksäcke, Schleier des Vielgereisten oder Sternlingsschild. Meisterbuch der Handwerkskunst. So, was hast du denn mir anzubieten? Eine schwere Rüstung. Blockt 7% mehr Schaden mit einem Schild. Du hast mir nicht viel anzubieten, würde ich sagen. Obwohl. Diebeshandstuhl, Diebeskapuze.
Dein großes Schwert. Magie erfüllte Robe. Ich will mal eins von. So. Jetzt muss ich aber noch mal gucken. Schrei